Hey, hallo zusammen. Ja, die von euch, die schon länger dabei sind bei diesem Kanal, die kennen schon das weiße und das schwarze Tassli. Ich habe nämlich vor längerer Zeit schon mal ein Video gemacht und den Kontrast von hell und dunkel, schwarz und weiß, auch noch mit Milch und Kaffee. Dazu habe ich bereits Fotos gemacht und ein Video. Wenn du es noch nicht gesehen hast, tue ich das gerne oben verlinken. Und ich habe dann noch versprochen, dass ich dann sicher noch weiterfahren und ein bisschen mehr Action auch noch in die Bilder reinbringen. Unterdessen ist aber viel passiert. Ich hatte Fotoaufträge und es war zum Teil auch schönes Wetter gewesen. Und dann habe ich lieber ein bisschen Frühlingsblümchen und Farn fotografiert draussen. Heute ist es aber grau und trüb und es regnet. Und darum nehme ich mir jetzt vor, Teil 2 von dieser ganzen Geschichte zu machen. Ja, was habe ich vor? Ich werde sicher wieder meine PVC-Hintergründe brauchen, die ich schwarz und weiß da habe, damit es nicht eine Riesensauerei gibt. Ich werde eben die Tassli brauchen und meine Idee ist eigentlich mit Milch und Kaffee, wo in diesen Tassli innen ist, das spritzen und eigentlich nachher so Splash-Fotos zu machen. Für einen ist aber eben nicht mit Wasser, sondern mit Kaffee und mit Milch. Ich werde da die schwarzen Oreos brauchen, für Ladrizkeien und weissen Kristallzucker. Genau, eben Milch und Kaffee. Und damit ich die Bewegung von dem spritzenden Kaffee oder der spritzenden Milch kann eingefrieren kann, werde ich hier dabei sicher mit Blitz arbeiten. Ich werde zwei Blitze einsetzen, wie das zeige ich danach, wenn ich den Aufbau mache. Die Blitze werden ausgelöst per Funk, weil wenn der Blitz auf der Kamera ist und einfach gerade da auf mein Kaffee tut, dann habe ich sehr viele Reflexionen in der Tasse und ich möchte vor allem Licht von der Seite oder von hinten, damit ich wirklich schön da jedes Tröpfchen von Milch und vom Kaffee kann eingefrieren. Ich habe hier so Godox-Funkempfänger und einen Auslöser, der kommt dann auf die Kamera. Mit denen tue ich die Blitze auslösen. Ich kann das mal schnell zeigen. Wenn ich das nämlich einschalte, da hier, dann funktioniert das. Und dann kann ich nämlich hier drücken und da gibt es Licht. Das gleiche funktioniert, wenn der Auslöser da auf die Kamera raufkommt. Und dann kann ich die Blitze dort positionieren, wo ich sie brauche. Und wie ich das genau mache, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spass dabei, viel Spass auch beim Nachmachen. Und ich tue dir auch alles Material, das ich brauche, verlinke unten in den Kommentaren. Falls du irgendetwas nicht findest, Fragen hast oder irgendetwas sollte vergessen, schreib es rein, dann tue ich das gerne noch ergänzen oder gebe gerne Zusatzerklärungen dazu ab. Ja, und jetzt geht es an Aufbau. Und auch zu fotografieren, dir viel Spass beim dabei sein und beim selber fotografieren. Los geht's! So, Szenenwechsel. Wir sind in die Küche gegangen, weil es jetzt vielleicht eine Sauerei gibt. Und ich habe jetzt hier mal einen ersten groben Aufbau gemacht. Ich fange jetzt mal an mit dem schwarzen PVC-Hintergrund. Den habe ich im Hintergrund hier oben einfach angemacht, an einer grossen Kartonkiste angeklebt. Und auf der Kücheninsel ebenfalls. Und in der Mitte steht jetzt einfach mal die weiße Tasse und links und rechts stehen oder liegen parat meine Blitze mit den Funkauslöser. Das Erste, was ich jetzt werde ausprobieren werde, ist eigentlich, wo muss mein Licht her? Ich werde grundsätzlich darauf achten, dass ich sicher nicht Licht viel auf dem Hintergrund habe, weil dann möchte ich ja eigentlich gerne dunkel und nicht hell haben. Das passiert auch, wenn ich von vorne blitze, oder? Und darum werde ich die Blitze entweder leicht von hinten oder von Seite da auf mein Tassli richten, wahrscheinlich sogar von unten. Das muss ich dann ausprobieren, vielleicht, wenn es dann spritzt, eher aufstellen. Weil ich will einerseits ja die Tasse schön ausleuchten, den Hintergrund aber noch dunkel haben und ich möchte dann hier meine Milch oder meinen Kaffee, der rausspritzt, möchte ich eingefrieren. Was ich ebenfalls noch werde machen, sehr wahrscheinlich, ist einfach mit weißem Papier, das ich hier falte, werde ich mir eine einfache Softbox da basteln auf beiden Seiten, die ich eigentlich vor meinen Blitz stellen kann, damit sich mein Licht ein bisschen besser verteilt, gleichmäßiger und
weicher wird auf der ganzen Tasse und auf allem, was da hoffentlich perfekt rausspritzt. Und das Erste wird jetzt wirklich mal sein, alles Umgebungslicht wegnehmen, dass ich auf dem Bild, wenn ich das mache, ohne Blitz, eigentlich ein komplett schwarzes Foto habe. Nämlich so. Genau, und sobald meine Blitze kommen, kann ich nachher mein Licht hier ansteuern. Die Kamera steht hier im Vordergrund, der Funkauslöser ist drauf. Ich habe jetzt hier ein 100 mm Makroobjektiv drauf, aber was man da nimmt, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Genau, nein, ein 90 mm Makro ist es, genau. Jawohl, also als erstes gilt es jetzt, meine Blitze, meine Lichter richtig zu positionieren, dass die Tasse genau so beleuchtet ist, wie ich sie will. Und nachher probieren wir dann eigentlich mal, ob da auch meine Flüssigkeit richtig ausgeleuchtet wird. Und eben bei diesen Blitzen, da kann ich einfach etwas ausprobieren. Ich denke, ich fange wirklich mal von Seite an und werde da ein bisschen nach vorne und hinten bewegen und die Bilder vergleichen. Und ihr kennt ja das alte Fotografen-Stichwort, oder? Ob die Softbox richtig steht, siehst du, wenn das Licht angeht. Wir probieren. Ich habe jetzt meine Blitze links und rechts aufgestellt. Ich bin jetzt mal auf eine 16. Leistung gegangen, Zoomstufe 50 mm im manuellen Modus. Meine Kamera, die im Vordergrund jetzt auf die Tasse gerichtet ist, die steht bei einer 200-Sekunde, Blende 6,3, ISO 100. Aus dem Grund, dass wenn ich jetzt eben mein Umgebungslicht mal ausmachen da hier. Das ist wahrscheinlich gerade ein bisschen feister da auf dem Bild. Richtig. Ich da noch ein bisschen aufhauen. Genau, bei meinem Video. Und jetzt machen wir mal ein erstes Testbild auf meine Tasse. So. Und jetzt sehe ich, ist eigentlich sehr schön schon. Vorne habe ich da noch so einen schwarzen Flecken auf meiner Tasse. Und jetzt probieren wir mal noch, ob wir das schon mit unserer Papiersoftbox herbringen. Das Licht ist auch noch ein bisschen hell. Aber wir dämpfen ja das noch ein bisschen. Dämpfen. Darum mache ich jetzt an den Blitzen einfach mal noch gerade nichts. Und zum Vergleich jetzt das gleiche Bild noch einmal mit Papier vor den Blitzen. Und wir sehen schon, was das für einen riesen Unterschied eigentlich macht. Das Licht wird viel weicher. Ich habe immer noch ein bisschen schwarz vorne, also wir gehen ein bisschen in den Vordergrund mit unseren Blitzen. Ich glaube, das mag es leiden. So, nicht allzu viel. Nehmen wir noch hier meine schöne Softbox, schauen, dass die nicht ins Bild reinkommt. Und wir machen noch ein nächstes Testbild. Voilà. Und da kann ich jetzt eigentlich rumspielen, was ich jetzt natürlich schon sehe. Jetzt habe ich im Vergleich zu vorher habe ich natürlich mehr Licht im Hintergrund. Jetzt kann ich entweder meine Tasse noch wegrutschen vom Hintergrund, das werde ich sicher machen, dass die näher zur Kamera kommt und ich muss das dann mit der Kamera sicher auch etwas zurückrutschen, dass mein Winkel wieder stimmt, Blitze nachrutschen. Und was ich auch noch machen kann, wenn ich immer noch Licht habe auf dem Hintergrund, ich kann da mit schwarzem Papier eigentlich auch abschatten, damit mein Licht nur dort herfällt, wo ich es wirklich will. Ich tue jetzt da noch ein bisschen üben und wenn ich dort die perfekte Einstellung von Tassen, Abstand, Lichter, Blitzen und Kamerawinkel und allem gefunden habe, dann fahren wir weiter und bringen nachher Flüssigkeit und Action ins Spiel. So. Kommen wir ein bisschen vor wie im Kasperli-Theater früher. Ich glaube, ich habe mal meine optimale Anfangseinstellung gefunden. Die Blitze sind auf der gleichen Einstellung. 50 mm Zoom, 1/16 Sekunde vordran, ein weißes Papier. Sie sind ganz leicht frontal, aber eigentlich seitlich auf das gerichtet, beide gleich stark. Und ich habe im Hintergrund mit schwarzem Papier ganz leicht abgeschattet, damit ich weniger Licht da von meinen Blitzen habe auf dem Hintergrund. Das habe ich probiert, schön in die Mitte reinzunehmen. Und jetzt tue ich da mal
mein Videolicht ausschalten und mache da für euch mal ein Testbild, damit ihr seht, wie jetzt das wirkt, nämlich so. Genau. Das von links und rechts eigentlich schön regelmässig ausgeleuchtet. Ich habe noch einen leichten schwarzen Schatten in der Mitte, der stört mich aber nicht. Und der Hintergrund ist perfekt dunkel. Und jetzt gilt es, ich schalte das Videolicht wieder einschalten. Genau. Ich gehe wieder zurück ins Kasperlitheater. Jetzt gilt es eigentlich da hier in die Tasse rein, Milch oder Kaffee rein zu tun. Und nachher von oben einen Gegenstand genau schön in die Mitte zu fallen und im richtigen Moment abdrücken. Der Vorteil von den kleinen Blitzen ist, die haben eine sehr kurze Verschluss, also eine kurze Blitzzeit und durch das die Flüssigkeit super eingefrieren. Das sollte problemlos funktionieren. Und das Gute ist auch noch, ich kann die wahrscheinlich 2 bis 3 Mal auslösen. Jetzt sind sie nur für eine 16. Leistung und das sollte eigentlich länger. Das heisst, ich habe die Kamera, die meine Tassen fotografiert, sogar in Serienbildmodus rein tun. Dann brauche ich keine Lichtschranke und nichts. Ich kann einfach ein bisschen ausprobieren. Ich werde sicher auch Ausschuss haben und eine Riesenmohrerei. Aber das spielt ja keine Rolle. PVC-Unterlage, da kann man putzen und das Papier, das Weisse und das Schwarze, das kann man dann halt am Schluss in die Papiersammlung entsorgen, wenn es wieder trocken ist. Und jetzt werde ich vor allem ausprobieren. Erstens, was sieht besser aus mit der weißen Tasse und dem schwarzen Hintergrund? Ist es eben auch wieder weiss, ist es Milch oder ist es sogar der braun oder schwarz Kaffee? Da werde ich sicher beides ausprobieren. Ich denke, ich werde nicht direkt Zucker oder Oreos reinfallen, die sind mir eigentlich schade, sondern ich werde eventuell so Kunststoffeiswürfel brauchen oder irgendetwas anderes. Weil wenn sie in die Tasse sind, sehe ich die nicht mehr. Ich sehe nur die Spritze und ich werde dann Zucker und Oreos da irgendwo noch in der Luft platzieren oder mal im Flug probieren aufzunehmen, damit wir die auch noch im Bild haben. Und jetzt mit diesem Aufbau werde ich auch mehrere Bilder machen. Ich werde die Flüssigkeit wechseln, ich werde die Farbe der Tasse wechseln. Immer auch schauen, braucht es für den Aufbau vom Licht her irgendetwas anderes, wenn zum Beispiel die Tasse schwarz wird und der Hintergrund weiss. Ich gehe davon aus, dort werde ich dann am Licht vielleicht etwas müssen anpassen. Aber dazu später. Jetzt machen wir mal die ersten Flug- und Spritzversuche. So, bastle mich da wieder dahinter ins Bild. Genau, 2 Sachen noch, also 3. Erstens, ich habe jetzt Milch in die Tasse, das seht ihr natürlich nicht, erst wenn sie das spritzt. Und ich habe hier so Kunststoff-Eiswürfel, die ich brauche, für von oben in die Milch zu fallen. Und weil ich natürlich hier stehe und meine Kamera dort ganz auf der vorderen Seite, kann ich die nicht auslösen, darum habe ich hier einen Funkauslöser oder es ging auch über Kabel. Ich habe die Kamera auf Serienbildmodus eingestellt, damit ich mehrere Bilder machen kann. Ich habe das schon getestet, das ist kein Problem, mindestens 3 Bilder kann ich da perfekt machen. Das heisst, ich kann eigentlich da meinen Würfel fallen und in dem Moment, wo er auf die Milch trifft, kann ich anfangen auslösen und dort 3 bis 4 Bilder machen. Und einfach mal schauen, was passiert. Ich schalte jetzt das Videolicht noch ausschalten und dann starten wir mal mit den ersten Testshots und machen hier eine kleine Sauerei in der Küche. Sieht doch schon recht cool aus, oder? Für einen ersten Versuch. Ich lasse die Sauerei jetzt einfach sein. Ich habe ja Bilder mit dem Tassli und dem Untergrund, der noch super ist. Das kann ich dann zusammenbasteln, im schlimmsten Fall im Photoshop. Weil wenn ich das jedes Mal putze und alles fortraume, dann bin ich morgen noch am Fotografieren. Also ich mache jetzt mehrere Bilder. Werde sicher auch mal noch mit einem Zuckerwürfel, mit einem Oreo probieren. Und zeige euch die Bilder, die dabei rauskommen.
weiter. Und wenn ich mit dem dann fertig bin, dann tue ich dann die Farbe noch wechseln, von der Tasse, vom Inhalt. Und das Prinzip wird aber genau gleich bleiben. So, Schweinerei total. Eine Riesenmohrerei, aber coole Bilder, wirklich genial. Ich habe sogar jetzt noch ein paar eben mit Zuckerwürfeln in der Luft und Oreos und mehrere super Spritzbilder. Und ja, jetzt tue ich als erstes mal hier die ganze Sauerei putzen und aufräumen. Und nachher werde ich wahrscheinlich noch wechseln auf Kaffee in der weissen Tasse, das auch noch ausprobieren. Und nachher im letzten Schritt wechsle ich dann nachher noch auf weissen Hintergrund und mache das ganze Spiel noch in umgekehrter Reihenfolge, also weissen Hintergrund, schwarze Tasse. Das zeige ich euch dann auch wieder, ob da der gleiche Aufbau funktioniert oder nicht. Aber jetzt gilt es zuerst mal putzen und das ist wahrscheinlich für euch zum Zuschauen nicht wahnsinnig interessant. Also bis gleich. Runde 2 vom Kasperli Theater beim Dino daheim. Genau, ich habe so ein bisschen grob geputzt, vor allem die Mitte beim Tassli. Der Rest interessiert mich eigentlich im Moment noch nicht. Das stört mich nicht, das mache ich dann ganz am Schluss. Gleicher Aufbau, ich habe nichts geändert. Das Einzige, was anders ist, ist im Tassli ist jetzt Kaffee und nicht mehr Milch. Und jetzt tue ich das Licht noch ausschalten, ringsherum die Videoleuchten. Und meine Eiswürfel da sind wieder parat und Oreos und Zuckerwürfel. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze aussieht mit einem dunkleren Spritzer und machen das auch noch. Ja, happy Sauerei. Und auch hier wieder voller Erfolg von mir aus gesehen. Auch das sieht wirklich super aus. Eine Mobmohrerei, die ich jetzt hier auf dem Tisch wieder habe. Das heisst, es geht um das Aufräumen, Putzen und Umbauen. Ich tue jetzt alles wechseln. Vom schwarzen Hintergrund auf den weiss, vom weissen Taste auf den schwarzen und dann alles andere bleibt eigentlich gleich. Und ja, ich nehme jetzt den Putzhut auf und wir sehen uns sofort wieder. So, Kasperli Theater, die nächste. Ich habe die Szenerie gewechselt. Wir sind vom weißen Tassli auf das schwarze gewechselt und auf einen weißen Hintergrund. Und wenn du genau her schaust, siehst du vielleicht sogar auch noch sonst den Unterschied. Und zwar musste ich nämlich meine Blitze gleich anders einstellen. Meine Blitze sind jetzt nicht mehr Licht von vorne auf meine Tasse gerichtet, wie vorher, sondern die Blitze zeigen jetzt so leicht schräg auf den Hintergrund. Und zwar hat das den Grund, dass wenn ich blitze und auslöse hier jetzt mal mit der Kamera, dass mein Hintergrund eben schön, wenn sie den würde auslösen, voilà, schön weiss wird. Vorher habe ich mit dem Schwarz ganz leicht abgeschaltet. Und zwar ist natürlich das Problem, dass das weisse Licht reflektiert in der schwarzen Tasse. Darum kann ich auch nicht von vorne die Tasse aufhauen. Ich mache jetzt wirklich das Licht nur von hinten. Und das sollte mir dann auch einen schönen Kontrast geben, wenn sie hier verspritzen. Der Vordergrund wird auf dem Foto oder da sitzt natürlich ein bisschen dunkel, aber den kann ich problemlos nachher in der Nachbearbeitung aufhauen. Oder ich könnte auch noch ein Bild machen jetzt mit dem Blitz, den ich hier aufhauen und das dann zusammenbauen. Aber das ist nicht das kleinste Problem. Also, wir haben jetzt eigentlich Vordergrund dunkel, Hintergrund hell, Blitze gegen hinten gerichtet. Und jetzt geht es wieder los, dass ich da hier mein Tassli fülle. Ich schaue jetzt mal, wie das wirkt mit weißer Milch vor dem weißen Hintergrund. Ob das überhaupt funktioniert. Und wieder in der zweiten Runde ebenfalls das gleiche Spiel mit Kaffee. Das sollte natürlich vor dem weißen Hintergrund nachher noch extremer wirken. Also, Video Licht ab und dann gehen wir hinter die nächste
Fotorunde und los geht's mit der nächsten Schweinerei. Du natürlich überprüfen, wie das aussieht. Ja, weil jetzt natürlich Licht von hinten haben, oder ist die Milch eigentlich vorne dunkel? Aber das muss ich fast, dass sie sich abhebt. Ich finde, auch das sieht recht cool aus. Auch da machen wir selbstverständlich noch ein paar weitere Bilder, die noch ein bisschen weiter reilen. Probiere es dann auch noch mit Zucker und mit Oreos. Und für die nächste Runde dann erst der Kaffee. Und da würde ich sagen, hat funktioniert. Es gilt wieder Milch putzen, umstellen auf Kaffee und dann kommt dann noch die letzte Runde dran. Alles wieder super. Das heisst, wir gehen zur letzten Runde. Aufbau genau gleich. Der einzige Unterschied zu vorher, wir haben Kaffee in der Tasse anstatt Milch. Das seht ihr jetzt gerade, wie es spritzt. Alles andere bleibt genau gleich. Letztes Mal eine Sauerei machen. Dann putzen und dann geht es dir ab an PC, für die ganze Sache zusammenzubauen. So, fertig Malerei für heute. Ich tue jetzt hier in aller Ruhe aufräumen, putzen, alles versorgen. Und da musst du natürlich nicht zuschauen und warten, sondern wenn wir uns das nächste Mal sehen, das ist jetzt gerade, nämlich bei mir vor dem oder im PC, wenn ich die Bilder anschaue und schaue, was ich jetzt damit mache und wie ich die zusammenbaue. Bleib dran, damit du wirklich auch siehst, wie die fertigen Bilder aussehen. Bis gerade! Und da wären wir an meinem PC. Und ich habe jetzt mal die ganzen Bilder auf da. Und wir sehen schon jetzt, das sind wirklich zum Teil extrem tolle Bilder geworden, das da zum Beispiel, da müsste man eigentlich gar nicht so viel machen, außer die Zauerei unten, wo man natürlich sieht, es hat noch weitere tolle Bilder da hier, genau, und jetzt habe ich eigentlich mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich tue einfach die Bilder so lassen, wie sie sind, vielleicht ein bisschen Tröpfchen, die mir nicht so gut gefallen, wegstempeln. Oder zum Beispiel auch den Boden da ein bisschen putzen, aber das ist recht schwierig. Die einfachere Variante ist, dass ich in Photoshop zwei Bilder übereinander lege, nämlich eins, wo der Boden noch ganz sauber ist, zum Beispiel das hier, kann ich nachher eigentlich den Unterteil drüber legen und das putzen. Oder was ich auch machen kann, ist, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt hier vor allem auf der rechten Seite Milch habe, die rausspritzt und gerne links auch noch will, könnte ich jetzt zum Beispiel zwei Bilder zusammenbauen. Und wie man das macht, das zeige ich dir gerade. Ich würde jetzt die Bilder, die ich nehmen will, zum Beispiel das und eins, wo der Boden schön ist, würde ich nehmen und nachher hier auf Bearbeiten und nachher in Photoshop als Ebenen öffnen. Genau. So, das rechnet jetzt einen Moment, bis die Ebenen offen sind, aber vom Prinzip her kann ich dir dann gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Voilà! Jetzt habe ich eigentlich da die Ebene mit dem sauberen Tast, die habe ich jetzt zu oberst, ich nehme jetzt die zu unterst. So, und die oberste tue ich mal ausblenden. Und jetzt mache ich, zuerst noch etwas anderes. Zuerst tue ich alle drei Ebenen markieren, gehe auf Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten und hier auf Auto. Das mache ich, dass falls bei mir beim Fotografieren, dass ich irgendwie gleich die Kamera oder das Licht verschoben habe, dass die jetzt schön übereinander sind. Und das ist auch der Fall. Ich sehe nämlich da ein ganz feines Rändchen, was es gegeben hat. Und jetzt sollten die perfekt ausgerichtet sein. Sehr gut. Das war Schritt 1. Jetzt blende ich mal die oberste Ebene ausblenden und mache bei der zweiten Ebene drüber eine Ebenenmaske. Und was ich jetzt machen kann, jetzt ist die natürlich sichtbar, aber ich will ja auch das hier oben sehen. Und jetzt tue ich mit einem schwarzen Pinsel
Einen grossen tue ich jetzt hier unten einfach am Boden. Tue ich jetzt einfach das, die ganzen Tröpfchen und Fleckchen hier kann ich wegretuschieren. Jetzt hat es zum Beispiel hier rechts auch noch solche, die ich auch dann nicht werde brauchen. Die nehmen wir auch mal gerade weg, weil auf der anderen Ebene sind ja die nicht drauf. Schon fertig. Und jetzt blende ich noch die dritte Ebene ein. Und jetzt muss ich halt so ein bisschen schauen, wo ich mich hier bewege, damit ich da mir nicht in den Weg komme. Aber jetzt kann ich eigentlich, habe ich zwei Varianten. Entweder kann ich jetzt auch die Ebene, also zuerst mache ich sicher mal eine Ebene. Jetzt bin ich auf der falschen Ebene natürlich gewesen, muss auf die richtige gehen. Mache ich hier eine Ebenenmaske ebenfalls drei. Und jetzt kann ich entweder kann ich mit schwarz, das wäre jetzt eine Variante, kann ich wieder da den Rest von der anderen Ebene dreimalen. Oder ich könnte sie umdrehen und mit weiss dann da das, die Spritzer wieder vorholen. Aber jetzt kann ich da eigentlich hier zuerst, das ist alles überhaupt kein Problem, da kann ich einfach ganz wild mich austoben und dort, wo es dann in die Nähe kommt, mache ich das Ganze ein bisschen grösser. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen, oder? Dass ich dann sehe, was kommt übereinander, was will ich, was nicht. Ja, hier muss ich halt schauen, da geht nochmal etwas auf, aber das wollen wir eigentlich unbedingt auch dabei haben. Das malen wir unbedingt da aufführen. Und jetzt da, was der Übergang ist, da muss ich jetzt halt ein bisschen vorsichtig sein. So, da nehme ich den vor dran. Und jetzt kann ich mit dem weißen Pinsel da, was jetzt nicht mehr ganz stimmt, kann ich jetzt da mit einem weißen Pinsel, der nicht so einen feinen Rand hat, kann ich jetzt eigentlich hier bis an den Rand her wieder der andere Tropf da für einmal so, also, bis ich eigentlich von beiden Seiten das habe, was ich will. Das ist das Geheimnis. Genau. Und das kann ich natürlich mit so vielen Ebenen machen, wie ich will. Je mehr das ich habe, je komplizierter wird es. Aber ihr seht jetzt eigentlich da, da merkt man überhaupt nicht mehr davon, dass das zwei Bilder sind. Ihr könnt jetzt noch schauen, ja, hier rechts fehlt mir noch etwas. Da könnt ihr vielleicht auch noch etwas suchen, das reinpasst. Noch eine dritte Ebene drin. Und am Schluss kann ich die Ebene einfach wieder speichern. Und kann dann, zum Beispiel hier unten habe ich ja noch etwas, was mich stört, das etwas zu klebe vorne schaut, das kann ich entweder, könnte ich das jetzt gerade hier im Photoshop schon rausnehmen oder dann sogar erst im Lightroom. Könnte ich das dann hier noch etwas enger schneiden, zum Beispiel, so wie ich das etwa möchte. So, Bild freistellen. So, und dann ist das auch weg und dann haben wir dann eigentlich da unser Bild. Und jetzt kann ich auch entweder hier im Photoshop oder dann im Lightroom, könnte ich jetzt da die Milch noch ein bisschen aufhauen, könnte da die Farbe, es ist ja noch ein bisschen gelblich, könnte ich das Gelb noch ein bisschen rausnehmen und so weiter. Genau, also, das ist eigentlich so, wie das funktioniert. Ich zeige das sicher nicht mit allen Bildern, aber ich kann dir noch ein paar Resultate zeigen. Also zum Beispiel hier habe ich, das war so das Ausgangsmaterial gewesen. Und da habe ich mit mehreren Ebenen und habe sogar noch von diesen Oreos reingenommen. Ich glaube, das sind drei oder vier verschiedene Spritzer-Ebenen. Habe ich hier ein Bild zusammengebaut. Oder ich habe noch eins mit Milch. Genau hier ist es, wo ich auch mehrere Ebenen habe und noch einen Zuckerwürfel. Und ich kann je nachdem dann sogar die beiden Bilder zu einem zusammenbauen. Und da ist jetzt eigentlich meine Kreativität. Sie da keine Grenzen gesetzt. Das kann ich jetzt noch weitermachen, werde da sicher mehrere Bilder noch bearbeiten und das ist jetzt noch der Schluss von diesem Video. Ich zeige dir nämlich jetzt noch ein paar von meinen fertigen Bildern. Wenn du Lust hast, darfst du dir gerne noch anschauen, was ich jetzt da aus dem Kaffee- und Milchsplasherei am Schluss rausholen konnte. Dir herzlichen Dank für zuzuschauen. Wenn es dir gefallen hat, bin ich natürlich sehr froh um den da. Abonniere meinen Kanal, wenn es nicht schon gemacht wird. Hast, wenn du interessiert bist an mehr Fototipps und an meinen Projekten. Viel Spass beim Fotografieren, bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spass mit ein paar Bildern.